So, jetzt nochmal anständig guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder eine Runde mit. Wir haben es Wochenende. Hoch die Hände Wochenende, nur nicht für uns Mamas. Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich muss jetzt noch die Wäsche aufhängen, wie man hier sehen kann. Und hier drüben, ist auch das Chaos ausgebrochen. Ich glaube, ich zeige es euch lieber nicht. Jedenfalls nehme ich euch wieder eine Runde mit. Es ist einiges geplant. Ich habe mich jetzt soweit ein bisschen ready gemacht. Ja, ne? Also so ein bisschen. Ich bin aber total müde, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte auch Fieber die letzten Tage. Ich bin erkältet, also sorry wegen meiner schrecklichen Stimme. Aber ich schreie im Moment immer hier, wenn es irgendwas gibt. In der Schwangerschaft total super, wenn man dann auch keine Medikamente nehmen kann. Aber egal, geht alles rum. Wir wollen nicht rumlamentieren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was so passiert. Wie gesagt, es ist einiges geplant. Die Sonne scheint total schön, da freue ich mich. Deshalb kommt die Wäsche jetzt raus und ich zeige es euch einfach ganz kurz. Ich denke, das wird bei jedem so aussehen, manchmal morgens. Tschüss! Das absolute Chaos nach dem Frühstücken. Ja, das räume ich jetzt auf und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und los geht's! Ja, wir gehen gleich raus, Bella. Gleich! Du willst Gassi, ne? Willst du Gassi? Gassi, Bella? Ich muss erstmal das Teil hier laden. Das müssen wir mal zur Ladestation bringen. Und dann gehen wir Gassi, okay? Ja? Meine Putzroutine habe ich euch übrigens auch abgedreht. Das kommt in den nächsten Tagen online. Das muss ich noch fertig schneiden. Ja, das seht ihr mal, wie das hier so am Morgen läuft. Also nur zum Teil. Ich konnte natürlich nicht alles filmen. So, die Küche ist soweit ready. Allerdings koche ich dann gleich schon fast im Anschluss. Meine Jungs haben sich Hähnchenbrust, Filet, Schnitzel gewünscht. Das ist deren Lieblingsessen und das mache ich heute. Ich koche ja sehr gerne, aber das ist so ein Gericht. Das Panieren und so, das mache ich nicht so gerne. Aber ich mache es natürlich für meine Jungs, damit die dann eben was Leckeres zum Mittag haben. Der Postbote war gerade da. Die Pakete zeige ich euch gleich im Anschluss. Sind Riesenpakete, da muss mir dann mein Mann helfen, die hochzutragen. Der ist jetzt aber noch auf der Arbeit und es kam auch das hier noch an, allerdings schon vor ein paar Tagen. Das ist was ganz Neues von Nintendo. Meine Jungs hatten aber noch keine Zeit, das aufzubauen, weil sie super viel Stress in der Schule hatten und das geht natürlich vor, aber wenn das Wetter dann wieder ein bisschen schlechter wird, ne, draußen regnet und so, sind sie auf jeden Fall super beschäftigt damit. Das machen sie ja voll gerne. Jetzt würde ich aber sagen, zeige ich euch die Pakete, die angekommen sind, ganz kurz. Und dann gehe ich mit der Bella noch mal eine Runde raus. So machen wir es. Also hier sitzt das Babybay drin, hatte ich euch erzählt. Ich habe aus Versehen das Falsche bestellt. Bei 1000 Kind gibt es nämlich auch eins fürs Boxspringbett. Und wir haben ja eins. Und deswegen habe ich das andere zurückgeschickt. Und was ist das? Ach genau, das ist die Bettwäsche. Kann ich euch auch gleich zeigen. Aber ich frage mich gerade, was dann in dem Paket ist. Oh Mann, total logisch. Da ist natürlich die Matratze drin fürs Babybett. Mein Gott. Okay, also ich packe jetzt hier mal weiter aus. So, jetzt trage ich das mal hoch und zeige es euch. Und da tippe die Bella hoch. Oh Mann. Also die Bettwäsche habt ihr ja gerade schon gesehen. So sieht die jetzt aus. Ich habe mich hier für diesen Pastellton entschieden. Die sind reduziert im Moment, deshalb habe ich zugeschlagen. Ich habe die Farbe genommen und grau, kann ich euch auch gleich zeigen. Die sind halt von der Qualität echt bombastisch für den Preis, also da kann man echt nichts falsch machen. Dann habe ich mich total über dieses Teilchen hier gefreut. Das war nämlich reduziert und ich wusste gar nicht, dass hier noch so eine kleine Glocke mit dabei ist. Ich liebe so gehäkelte Sachen. Der Farbton gefällt mir total gut. Es passt eben dann auch zum Kinderzimmer. Und falls es ein Mädchen wird, werde ich so machen, dass ich hier einfach eine rosane Schleife dran mache. Und dann passt es super gut.
Dann habe ich mir hier noch diesen Schlafsack bestellt, denn ich hatte ja einen Fehler gemacht. Ich hatte ja einen riesigen bestellt, hatte ich euch in dem Haul gezeigt. Und deshalb ist es jetzt dieser hier geworden. Den anderen hatten sie nämlich leider nicht mehr. Hier sind mehrere Teile mit dabei. Damit muss ich mich dann mal beschäftigen. Also ja, also das sind hier zwei. Ein etwas dünnerer und dann das noch oben drauf. Also damit muss ich mich dann mal beschäftigen. Das war auch noch dabei. Ja. Kam noch dieses Paketchen hier. Ich habe mich nur total gewundert, dass zweimal Hermes quasi heute Morgen kam. Sehr komisch, das kam zuerst und deshalb habe ich es schon ausgepackt. Und zwar habe ich mir diese zwei Polos hier gekauft. Die waren nämlich total reduziert von 22,95 auf, ich glaube, 7,95. Einmal in Größe 62. Und einmal in Größe 74. Gefällt mir total gut. Ich hatte auf dem Bild nur nicht gesehen, dass der Kragen so ist. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Das kann auch ein Junge tragen, oder? Was meint ihr? Also mir gefällt es total gut. Und dann habe ich mir noch den Schlafsack hier gekauft. Der war auch reduziert. Wartet mal, der hätte regulär 49,95 gekostet. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was ich bezahlt habe. Ich blende es euch mal ein. Jedenfalls ist der riesig. Also nicht wundern. Aber ich dachte, da kann ich nichts falsch machen. Was ich habe, habe ich. Und für den Preis, also fand ich das echt super. Ganz, ganz kuschelig. Und dann habe ich mir hier noch zwei Still-BHs bestellt. Die muss ich aber noch anprobieren. Ansonsten ist unten noch das Baby-Bay und die Matratze. Habt ihr ja gesehen, das muss dann mein Mann eben hochtragen. Und das wollte ich euch ja auch noch zeigen, ne? Moment. So sieht der Farbton aus. Schön, oder? Für den Preis, also echt mega. Bin ich ganz glücklich, dass ich die Schnäppchen gemacht habe. Voll das mega schöne Wetter. Meine Jungs wollen heute übrigens fliegen. Seht ihr dann. Oh mein Gott, ich habe schon voll die Panik. Schauen wir mal. Wer kennt's? Bin gerade hängen geblieben. Das ist halt das Problem, ne? Bei weißen Möbeln. Aber ich habe so einen Schwamm, so ein Radierer-Dingens. Da geht es immer ganz gut weg. Na komm, Bella Gassi. Na komm. Na komm. Auf. Voll schön, es haben Kinder gebaut hier. Die hatten Spaß. Und da ist die Bella. Wir laufen jetzt wieder zurück. Also gut, dann saugen wir die Küche halt wieder ein, ne? Wie es halt so ist. Das ist unglaublich, ey. Aber die Kinder freuen sich. Wo ist denn mein Mehl? Mehl, wo bist du? Hä? Warum ist er? Ja. Es wird übrigens auch mal Zeit, dass ich das abmache, oder? Und es wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis hier ordentlich der Rahmen dran ist. Ja, nichts als die Wahrheit. Was soll ich sagen? Also Gurkensalat. Und die Hähnchenbrustfilets, die habe ich jetzt zurechtgeschnitten. Der Max hat die beim Metzger geholt und die waren echt riesig. Ich hasse das, das so in Filets zu schneiden. Und jetzt geht's ans Panieren. Meine Lieblingsaufgabe. Also, los geht's. Hier sind die Eier, Mehl, Paniermehl und das Fleisch. So, lecker war's. Ich schaffe es jetzt nicht mal, mir die Haare zu machen, weil wir sofort zum Termin müssen. Ich habe mir die jetzt einfach nur aufgemacht und einmal durchgekämmt. So sehe ich auch aus.
Ich mache mir die später. Jedenfalls ganz kurz zu meinem Outfit. Das Kleidchen hier, das ist von Fashion 5. Das ist keine Umstandsmode. Das hat euch letztes Wochenende schon so gut gefallen auf Instagram. Und jetzt habe ich es schon wieder an. Es ist einfach ultra bequem. Ich habe dazu noch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich Rossella Mia. Nee, 20 Rossella Mia, so rum. Da könnt ihr 20% sparen. Schaut mal unten in die Infobox. Ich rede jetzt nur so ultra schnell, weil meine Männer schon unten sind. Ich muss mich total beeilen. Und ja, meine Kette hier, die ist von Meinpunkt. Die machen auch mit bei der Glamour Shopping Week. Endlich gibt's die Kette wieder. Die war ultra lang ausverkauft und da musste ich sie mir gleich schnappen. Den Rabattcode schreibe ich euch auch mal unten in die Infobox. Ansonsten habe ich einfach nur so Overknee-Strümpfe an, meine Hunter, Schuhe, die mein Mann ultra hässlich findet, aber ich finde die super bequem. Und die Uhr, die habe ich euch ja auch schon ganz oft gezeigt, die habe ich zum Geburtstag bekommen von meinem Mann. Die ist von Thomas Sabo, da fragen mich auch immer sehr, sehr viele danach. Und habe ich irgendwas vergessen? Wartet, ja, die Ohrringe habe ich noch vergessen. Genau, die sind auch von Meinpunkt. So sehen die aus. Jetzt könnt ihr es besser erkennen. Jawohl, wie gesagt, die sind auch von Meinpunkt. Und jetzt muss ich mich total beeilen. Jetzt müssen wir erstmal tanken. Meine Lieblingsbeschäftigung. Erstmal nivellieren. Da ist er drin, der Lassie. So, gleich hebt er ab, der Alessandro. Oh Mann, ich hab voll Angst. Da hinten stehen sie. Fliegen ist ja so schon nichts für mich, ne? Und dann auch noch in so einem Ding, ey. Ich lauf mal hin und guck, dass ich noch eine schöne Aufnahme von meinem Kind bekomme. Oh, jetzt war die Kamera ein bisschen blöd gerade für euch, sorry. Ah, es geht los. Der Alessandro hat voll Spaß, ne? Und ich zitter hier. Oh, ich hab so Angst. Und Alessandro, wie war's? Gut. Warst du aufgeregt? Es ging. Es ging. Der Alessandro hat keine Angst. Ich gehe jetzt mal zum DM runter. Ich wollte ein paar Babysachen kaufen. Waschmittel und so. Ja. Und die Sonne scheint gerade ein bisschen heftig. Ich sehe euch nicht. Seht ihr mich? Kleiner Scherz. Natürlich seht ihr mich. Also, auf geht's zum DM. So, fertig mit dem Einkauf. Eigentlich wollte ich einiges fürs Baby einkaufen, aber dann ist es jetzt doch eher putzmittellastig geworden. Mal schauen, ob ich euch einen separaten DM-Haul abdrehe. Ich weiß es noch nicht. Ja, aber das kommt jetzt alles darüber ins Auto. So, ich zeige euch, was es fürs Baby geworden ist. Und zwar einmal diese Reinigungspads. Dann habe ich eine Nagelschere gekauft, eine abgerundete, eine weiche Bürste. Dann habe ich das für mich gekauft. Man weiß ja nie, dass der hier noch und diese Tücher hier, genau. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich musste mir einen Blazer drüber anziehen. Es war doch recht frisch, obwohl die Sonne scheint, ne? Aber man darf das nicht unterschätzen. Ich bin ja auch noch nicht ganz fit und deshalb, ja, bin ich da lieber ein bisschen vorsichtig. Bella ist auch da. Bella, was ist denn los? Ja, willst du auch Hallo sagen, ne? Ja, du willst auch Hallo sagen, ne? Da ist sie, die Bella, ne? Jetzt hat sie sich wieder hingelegt. Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch mein Vlog gefallen hat, dass ich euch wieder ein bisschen mitgenommen habe. Die Kinder hatten auf jeden Fall Spaß beim Fliegen. Ich hatte tatsächlich total Angst wieder, war ja klar. Und ja. Das war jetzt so unser Tag. Der Alessandro wird jetzt noch ein bisschen Schach spielen mit seinem Papa. Der hat nämlich jetzt ganz neu in der Schule als Wahlfach Schach eben gewählt und will da ein bisschen fit werden. Und deshalb spielt er jetzt noch eine Runde mit dem Papa. Ich mache mir noch meine Haare dann. Ich glätte die einfach nur so ein bisschen, damit ich nicht ganz so schlimm aussehe, als hätte ich in eine Steckdose gefasst. Und ja, deshalb verabschiede ich mich jetzt mal hier an dieser Stelle. Vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, da würde ich mich total freuen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von mir. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!